Alter Fischer findet verlassenes Baby, zieht es auf, hat aber keine Ahnung, was dann passiert. Dieser alte Fischer fand ein verlassenes Baby und zog es auf. Doch auf das, was dann geschah, war er nicht vorbereitet. Dies ist eine Geschichte über Liebe und Verlust. Rupert wurde in eine Familie voller Liebe, Fürsorge und Mitgefühl geboren. Obwohl seine Eltern nicht reich waren, waren Max und Ariana in ihrer Heimatstadt für ihre Integrität und harte Arbeit angesehen. Ihr Sohn könnte keine besseren Vorbilder haben. Ariana kam aus einer reichen und mächtigen Familie. Die Stockdales gehörten zu denen, die das Leben ihrer Kinder schon vor der Geburt durchplanten. Ariana konnte entweder Ärztin, Anwältin oder Bankerin werden oder einen anderen angesehenen Spitzenjob haben. Sie kann aus allen Eliteschulen des Landes wählen, weil ihre Familie großzügige Spender waren. Diese Pläne galten auch für ihr Liebesleben. Es war eine unausgesprochene Regel, dass sie reich heiraten sollte. Ihr Mann sollte ebenfalls aus wohlhabenden Verhältnissen kommen und Max' Familie war nicht genug. Als sich die beiden verliebten, machten Arianas Eltern ihr klar, dass sie die Verbindung nicht unterstützten. Sie sagten ihr, dass sie Max nicht heiraten könne, aber sie setzte ihren Kopf durch und hatte keine Angst vor ihren Eltern. Max verlor seinen Job, weil er sich weigerte, die Beziehung zu beenden. Sie haben ihm zwar nie körperlich wehgetan, aber ihm das Leben schwer gemacht. Deshalb traf Ariana eine unerwartete Entscheidung. Sie überredete Max, auszuwandern. In einem neuen Land waren sie Fremde, die nichts besaßen und mussten sich alles neu aufbauen. Aber wie bereits erwähnt, sind die beiden fleißig und verfügen über Fähigkeiten, überall zu überleben. Sie zogen nach Spanien und 2 Jahre später hatten sie bereits ein stabiles Leben und Ariana war schwanger. Die 27-Jährige sollte einen Jungen bekommen und in der 35. Woche war es soweit. Als ihr Sohn Rupert 8 war, hatte das Paar sein langfristiges Ziel bereits erreicht. Die beiden wollten schon immer ein Restaurant haben. Sie kochten beide leidenschaftlich und sind gerne unter Menschen. Sie wollten einen Ort schaffen, an dem jeder, auch mit wenig Geld, eine Mahlzeit auf höchstem Niveau bekam. Sie mussten vieles subventionieren, aber sie wollten den Durchschnittsbürger auf der Straße ernähren. Das trieb sie an. Bei der Restauranteröffnung sagte Ariana: "Schon als ich jung war, wollte ich immer einen Ort haben, an dem ich jedem etwas zu essen geben konnte. Ja, sie müssen dafür bezahlen, aber sie werden nicht arm dabei. Sie zahlen eine Gebühr, die sie sich meiner Meinung nach leisten können. Und sie bekommen trotzdem Lebensmittel von höchster Qualität. Erstaunlich, oder?" Es war ein Familienunternehmen und Rupert sollte das Erbe fortführen. Aber er hatte andere Pläne. Mit 16 sagte er ihnen, dass er kein Interesse daran habe. Die Familie besaß bereits 3 Restaurants. Aber genau wie seine Mutter war Rupert ein unabhängiger Mensch. Er wollte seinen eigenen Weg finden und in seinem 2. Universitätsjahr verliebte er sich. Auf einer Party lernte er Isla kennen. Ihre Geschichte begann mit einem Streit. Sie stritten und beschimpften sich, bis sie von ihren Freunden getrennt wurden. Am nächsten Tag fand Rupert eine verlorene Brieftasche vor einem Geschäft im Einkaufszentrum und ging hinein, um zu fragen, ob jemand die Dame kannte, deren Bild auf dem Ausweis war. Es stellte sich heraus, dass die Brieftasche Isla gehörte. Diesmal tauschten die beiden Nummern aus und telefonierten stundenlang. Rupert sagte zu seinen Freunden, sie ist der schönste Mensch, den ich je traf, und ich spreche nicht von ihrem Äußeren. Die meisten merkten, dass es ernst war, als sie nach ein paar Monaten zusammenzogen. Doch sie wussten, sie waren füreinander geschaffen. Es ist dieses Gefühl, wenn man weiß, dass man den Richtigen getroffen hat und man keine Angst hat, dass etwas schief geht. 11 Monate später war Isla schwanger. Der Ultraschall ergab, dass sie einen Jungen erwartete. 3 Monate danach legten sie den Hochzeitstermin fest. Die Braut war im 5. Monat, als sie in einer intimen Zeremonie im Familien- und Freundeskreis heirateten. Für Rupert ging es im Leben nicht um Ambitionen oder das Verfolgen von Träumen. Stattdessen wollte er das Familienleben genießen. Alle waren überrascht, als er erzählte, er wolle Fischer werden und ein Geschäft für Köder und Angelgeräte eröffnen.
Ihr Sohn Rubio wurde ohne Komplikationen geboren und die Familie war glücklich. An einem Wochenende machte Rupert einen Campingausflug mit seinen Freunden, während seine Frau und sein Sohn bei seinen Eltern blieben. Sie waren in ihrem Strandhaus und Isla spielte mit Rubio. Sie ließ ihn kurz aus den Augen, um zu telefonieren, und als sie sich umdrehte, war er weg. Isla sah das Spielzeug ihres Sohnes am Wasser und wusste, dass er dorthin gegangen sein musste. Die Wellen hatten ihn erfasst und er war am Ertrinken. Die Mutter rannte hinterher, ohne an ihre eigene Sicherheit zu denken. Sie suchte verzweifelt nach ihm und merkte nicht, dass sie immer tiefer ins Wasser ging. Sie schrie immer wieder »Rubi, Rubi« und merkte nicht, dass eine starke Welle auf sie zusteuerte. Da Isla nicht schwimmen konnte, ertrank auch sie. Ein Rettungsteam suchte tagelang nach den beiden und fand sie nie. Rubio wurde eine Woche später gefunden, als die Wellen ihn ans Ufer spülten. So verlor Rupert Frau und Sohn. Von diesem Verlust erholte er sich nie. Auf etwas derart Tragisches kann man sich nicht vorbereiten. Der Tod eines geliebten Menschen ist wie eine Amputation, so beschreibt Rupert es. Es war, als wäre ein Teil seiner Seele herausgerissen worden, den er nie zurückbekommen würde. Er war deprimiert und verließ die Stadt für lange Zeit. Niemand hörte von ihm und seine Eltern dachten, sie hätten ihren Sohn verloren. Rupert befand sich auf einem verlassenen Teil einer wenig frequentierten Insel. Er hatte lediglich seine Angelausrüstung dabei, denn Angeln entspannte ihn. Plötzlich hörte er die Babyschreie. Es überraschte ihn, dass jemand sein Kind hierher brachte. Und als das Weinen nicht aufhörte, ging Rupert nachsehen. Rupert fand einen hilflosen, ausgesetzten Jungen. Er nahm ihn zu sich und zog ihn wie sein eigenes Kind auf. Er nannte ihn Jordi und 3 Jahre lang lebten sie zusammen. Eines Tages kam ein Ehepaar in sein Angelgeschäft und wollte eine Ausrüstung kaufen, als sie Jordis Muttermal und Armband bemerkten. Sie erkannten, dass er ihr Sohn war, der damals entführt wurde. Rupert wurde verhaftet, obwohl er unschuldig war. Er erklärte, wie er den Jungen fand, aber niemand glaubte ihm. 2 Jahre nach seiner Verurteilung fand man den wahren Schuldigen. Aus Textnachrichten ging hervor, dass es ein Familienmitglied war, der Lösegeld erpressen wollte. Rupert kam frei und erhielt eine hohe Entschädigungssumme, aber das war nicht alles. Jordi wollte mit Rupert zusammenleben. Er fühlte sich mit dem Fischer verbundener und glücklicher. Seine Eltern ließen den kleinen Jungen schweren Herzens gehen und besuchten ihn ab und zu. Er hat zwar seine Frau und seinen Sohn verloren, aber mit Jordi war er wieder glücklich. Was denkst du über Ruperts Geschichte? Schreib es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf!